BDEW Kongress 2012. Podcast. Markt oder Staat? Worauf bauen wir das Energiesystem der Zukunft? Podiumsdiskussion. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt geht es weiter und wir wollen uns kümmern um Märkte, Markteingriffe und Marktsteuerung. Und auf die Bühne darf ich zu mir bitten, allesamt Herren, Michael Feist, Vorstandsvorsitzender und kaufmännischer Direktor der Stadtwerke Hannover. Herzlich willkommen. Jochen Hohmann, muss ich Ihnen nicht vorstellen, Präsident der Bundesnetzagentur. Außerdem Professor Dr. Michael Köhler, Kabinettschef von Günther Oettinger bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Dann Dr. Holger Krawinkel, Abteilungsleiter Energie und Umwelt, Verbraucherzentrale Bundesverband hier in Berlin. Den Job macht er übrigens schon seit 2004. Peter Therium, auf den Mann sind wir gespannt, nicht nur weil er Holländer ist und immer noch Schmerzen hat wahrscheinlich nach der EM-Niederlage, sondern natürlich auch, weil er der designierte Chef von RWE ist. Herzlich willkommen auch Ihnen und zum Schluss Hugo Wiemer, Geschäftsführer der Gasunion. Kommen Sie zu uns. Weil der Bundesumweltminister gerade Paradigmenwechsel angesprochen hat. Hat jemand eine Ahnung? Mir wollte das gerade nicht verraten, was damit gemeint sein könnte, was er umsetzen möchte im Konkreten. Keiner von Ihnen? Herr Hohmann? Ja, ich kann natürlich auch nicht in den Kopf des Bundesumweltministers schauen, aber ich glaube, das, was er gerade hier uns vorgetragen hat, das zeigt ein Stück weit auch Paradigmenwechsel, nämlich mehr Zusammenarbeit, mehr Abstimmung, mehr Koordinierung, ja. Zum Beispiel mit den Ländern, mehr Synchronisierung zwischen Netzausbau auf der einen Seite, Ausbau der Erneuerbaren auf der anderen Seite, mehr Synchronisierung in regionaler Hinsicht. Das sind alles wichtige Themen und die sind, glaube ich, eben ganz prima angesprochen worden. Und insofern, wenn das die Beschreibung des Paradigmenwechsels ist, dann finde ich das ein prima Ansatz. Wir wollen erst noch mal zurückschauen, denn heute vor 5000 Tagen wurde der Gas- und Strommarkt eröffnet. Herr Krawinkel, Sie werden sich wahrscheinlich noch ganz gut daran erinnern, das war nicht alles ganz leicht zu Beginn. Wenn Sie jetzt auf die Zeit zurückschauen, was ist richtig gut gelaufen? Ja, ich denke, was gut gelaufen ist, das ist ja heute Morgen schon mehrfach angesprochen worden, ist, dass wir eine gut funktionierende Regulierungsbehörde haben. Das war ja der große Mangel am Anfang, dass man den Markt geöffnet hat und auch gedacht hat, der Markt regelt dann alles alleine. Es hat ja sehr viele Anstöße der Europäischen Kommission bedurft, um die deutsche Regierung dazu zu bewegen, tatsächlich eine solche Regulierungsbehörde einzurichten. Und ich war gerade dann nach Berlin gekommen, als es darum ging, wie diese Regulierungsbehörde ausgestattet werden soll, welche Kompetenzen sie haben soll. Und da war damals mal noch völlig umstritten, ob es sowas wie Anreizregulierung geben soll. Das wurde dann durchgesetzt, auch mit Hilfe von Ministerpräsidenten und Landeswirtschaftsministern. Die spielen ja durchaus ab und zu mal eine positive Rolle in diesem Geschäft. Das ist, glaube ich, gut gelungen. Und wir haben ja auch den Erfolg gesehen. Die Netzentgelte als Bestandteil sind deutlich zurückgegangen. Was jetzt sozusagen einer wettbewerblichen Organisation bedarf, das ist der ganze Bereich der erneuerbaren Energien. Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob das, was Herr Altmaier heute angekündigt hat, den Paradigmenwechsel, ob das tatsächlich stattfindet. Das, was jetzt im Vermittlungsausschuss heute Abend beraten wird, ist bestimmt kein Paradigmenwechsel, sondern das wird die Dinge eher verschlechtern. Das muss ich auch hier deutlich sagen. Da werden wieder erhebliche Kosten auf die Verbraucher zukommen. Sehen Sie das ähnlich, die Kritik von Herrn Krawinkel an die möglicherweise kommenden Pläne von Herrn Altmaier, Herr Therium? Ja, ich glaube, den größten Paradigmenwechsel, den ich feststelle, ist, dass erstmal die Probleme jetzt offen angesprochen werden. Ich erinnere mich noch die Zeiten, wenn man die Themen, die Herr Altmaier jetzt erwähnt hat, ja, als EVU oder Großenergieversorger erwähnt hatte, dann würde ja gesagt, Sie reden ja nur in Ihrem eigenen Interesse, wobei ein wohlgewolltes Bewusstsein da war, wir wollen das Problem stemmen, ja, aber nur wenn wir diese Themen offen angehen, kriegt man es auch hin. Und ich glaube, der wichtige Paradigmenwechsel ist Offenheit, transparent, die Sachen auf den Tisch legen, gemeinsam darüber reden und sind dann gemeinsam, der Schritt muss jetzt nur folgen, aber ich bin da vollstem Vertrauen, dass das auch kommt, um es dann auch anzupacken. Lassen Sie uns noch mal bei dem Gasmarkt auch bleiben. Die Zusammenlegung der Gasmarktgebiete, was hat die letztendlich gebracht? War das sinnvoll, dass man das so umgesetzt hat?
Also wir haben in der Branche natürlich erhebliche Probleme damit gehabt. Es gab ja auch technische Probleme, aber es war natürlich zweifellos notwendig, um überhaupt den Markt zu öffnen. Dass wir am Ende das auch trotz aller Schwierigkeiten im Tagesgeschäft, das waren ja sehr viele Umorganisationen damit verbunden und EDV-Änderungen und dergleichen, was ja auch nicht von heute auf morgen gelingt. Aber es ist letzten Endes so, dass es sogar 2 Jahre früher dazu gekommen ist. Daran sieht man ja schon, dass die Branche massiv daran und auch an sich gearbeitet hat, das umzusetzen. Wir sehen heute 2 Marktgebiete mit einer relativ hohen Liquidität im Markt. Wir haben auf dem Großhandelsmarkt einen sehr scharfen Wettbewerb. Wir haben auch mittlerweile im Endkundenmarkt einen Wettbewerb, der praktisch an jedem Ort in Deutschland mindestens 10 verschiedene Anbieter darstellt. Und deswegen glaube ich, sind wir eigentlich damit auch zufrieden, dass wir es auch quasi selbst geschafft haben. Und die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen ist dadurch auch gesteigert worden. Wir sind auch herausgefordert worden und das ist keine Sache, die man ablehnen muss, sondern das ist eine Sache der Frische und der Weiterentwicklung und der Innovation. Und wir müssen auch diesen Weg so weitergehen. Innovation spielt, meine ich, auch in den nächsten Jahren die entscheidende Rolle für die Rahmendaten, aber auch für die Anwendungstechnik zum Beispiel. Herr Hohmann hat sich ja bis jetzt auch immer sehr positiv über den Wettbewerb geäußert. Das kann also so weitergehen. Herr Köhler, vielleicht noch eine Frage in dem Bereich an Sie. Es gibt Vorschläge aus Brüssel, die deutsch-österreichische Preiszone in eine Reihe kleinerer Preiszonen aufzusplitten. Ist das eine gute Idee? Das kommt sehr darauf an, was erzielt werden soll. Die Preiszonen spiegeln erstmal eine gewisse Realität der Markt wider. Es gab jetzt in der Tat einige Diskussionen zu diesem Thema in einem ganz spezifischen Kontext. Wir versuchen natürlich schon, sozusagen keine radikalen Änderungen vorzunehmen. Wir müssen nur gucken, ob die Preiszonen, wie sie bisher definiert sind, weiterhin Sinn machen, ob sie tatsächlich der volkswirtschaftlichen Realität und den Bedürfnissen entsprechen. Aber grundsätzlich sollte das nicht von oben herab sozusagen reguliert werden. Also wir sind da schon eher für Kontinuität. Lassen Sie uns auf die Situation schauen für zum Beispiel den Erzeugungsmarkt. Bisher war es ja so, dass wir 4 große Unternehmen hatten, die bis zu 80% der Stromerzeugung bereitgestellt haben. Jetzt durch die Peu-à-peu-Abschaltung der Kernenergie und eben auch die Umstellung auf erneuerbare Energien wird sich das sicherlich ändern. Die Marktkonzentration im Erzeugungsbereich, wird sich die jetzt deutlich reduzieren? Ist das Ihre Perspektive? Ja, das wird sie, aber sie war auch nie so dominant, wie es in der Presse manchmal gespielt wurde. Denn der deutsche Markt ist schon über Jahre hinweg auch mit seinen Nachbarländern verbunden worden. Ja, und zu Spitzenzeiten haben wir ja über Wasserstrom aus der Schweiz importiert. Und es gibt ja die Kuppelstellen zu den Niederlanden, sodass immer die Preissignale da waren, um auch die große Dominanz ehrlich zu halten. Perspektivisch ist es so, dass wir weiter zurückgehen werden. Ja, wenn mehr Erneuerbare im Markt kommen, bleibt weniger für die bestehenden Spieler da, denn die Erneuerbaren setzen sich ja über Dezentralität, Photovoltaikpaneele auf Dache von Privathäusern durch und dadurch gibt es mehr Spieler im Markt. Herr Krawinkel, kann mir vorstellen, dass, was wir am Anfang gehört haben, wahrscheinlich nicht ganz Ihre Meinung trifft. Naja doch, das wird passieren. Also ich denke auch, die Marktkonzentration wird zurückgehen. Es wird eine sehr größere Vielfalt in der Produktion geben. Die muss ich aber auch wollen. Und ich glaube, was heute Morgen auch angesprochen wurde, Herr Altmaier hat das ja auch nochmal zitiert, da bin ich auch wieder etwas kritischer, Herr Altmaier. Die Frage Offshore-Windenergie ist natürlich eine Fortsetzung der alten Strukturen, weil dort habe ich natürlich auch eher die großen Unternehmen, die dort investieren können. Mir wäre da Vielfalt lieber. Und muss ich einfach mal vorstellen, diese Energiewende soll jetzt und hat auch das Potenzial, dezentrale Kräfte zu wecken, also verschiedene Technologien in den Markt zu bringen. Und wir beschäftigen uns eigentlich eher mit zentralen Planungssystemen, müssen dafür sorgen, dass die Leitungen gebaut werden, dass diese Offshore-Anlagen angebunden werden. Jeder weiß, und es wird noch nicht offen diskutiert, dass es erhebliche technische Schwierigkeiten gibt, sowohl bei den Anlagen selbst wie bei der Anbindung. Und trotzdem wird an den Zielen festgehalten. Also ich kann Herrn Seehofer sehr gut verstehen, wenn er sagt, also das dauert mir zu lange, ist mir zu problematisch, die Wertschöpfung geht nach Nordland, ich will es selber machen. Nur muss das dann auch machen. Und das wird das Problem sein. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Länder tatsächlich positionieren, wenn sie diese Vielfalt in ihren eigenen Ländern organisieren wollen, gerade im Süden, wo möglicherweise die Potenziale nicht ganz ausreichen. Das wird, glaube ich, die spannende Frage sein, wie die Länder sich tatsächlich hier positionieren können. Und da bin ich, um diese Vielfalt zu erreichen, sehr stark für ein anderes Konzept als bisher beim EEG,
nämlich eher für ein Konzept des Wettbewerbs um den Markt, sodass die Länder zum Beispiel wie beim Schienenregionalverkehr ausschreiben können, nach einem bestimmten Mengenziel, welche verschiedenen Technologien sie anwenden wollen. Wenn jetzt Bayern sich entschließt, aus Schleswig-Holstein Strom zu kaufen, können sie das gerne machen. Da muss aber der Transportkostenteil mit einbezogen werden. Also ich glaube, bei der Diskussion Vielfalt sind die Länder und die Kommunen wichtig. Sie müssen aber auch klare Aufgaben bekommen. Und das ist bisher nicht der Fall. Sie haben da nicht die Kompetenz. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch diese Diskussion um diese 16 verschiedenen oder 17 verschiedenen Energiewenden. Herr Feiß, glauben Sie, das, was Herr Krawinkel gerade ausgeführt hat, seinen Vorschlag, dass der tatsächlich auch umsetzbar ist? Nein, ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz. Ich glaube, wir müssen die Energiewende betrachten in einem bundesdeutschen Kontext und müssen uns von der Regionalisierung der Energiewende verabschieden. Ich glaube, entscheidend muss sein das Thema Wirtschaftlichkeit von verfügbaren Technologien. Dann müssen die Technologien dort eingesetzt werden, wo sie den besten Beitrag leisten können, von denen, die sie am besten einsetzen können. Das ist bei Offshore-Wind, sind das sicherlich zum Beispiel auch die großen Verbundunternehmen, die sowas stemmen können. Und wenn es um Mikro-KWK oder Mikro-BRKWs im Keller geht, sind das die privaten Haushalte. Ich glaube, dann müssen wir das Thema öffnen. Und für mich zählt das auch zu dem Paradigmenwechsel, der angesprochen wurde, hier zu sagen, wir müssen weg von engen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen. Wir müssen technologieoffen und wirtschaftlich offen das machen, bundesweit in der Perspektive. Und dann müssen wir den europäischen Kontext beachten, weil wir im Binnenmarkt nicht ganz alleine sind. Aber Offshore-Windenergie ist doch eigentlich die Technologie, die am meisten Planwirtschaft erfordert. Die wäre doch gegenüber Onshore-Windenergie überhaupt nicht konkurrenzfähig, wenn es Wettbewerb gäbe. Ist viel teurer, es kommen die Transportkosten dazu. Also wenn man wirklich sagt, man will hier mehr Wettbewerb haben, mehr Technologieoffenheit, da muss ich auch die Konsequenzen draus ziehen. Aber Herr Krawinkel, das Gleiche haben wir vom Photovoltaik behauptet vor 3 Jahren. Ja? Und wenn wir nur diese Doom-Szenarien sagen, das ist ja zu teuer, das wird nie günstiger werden, kommen wir nicht voran. Ah, ja. Offshore steht in seine Kinderschuhe, steht ganz am Anfang. Und wenn wir nicht anfangen, das zu entwickeln, wird es auch nie in Wettbewerbsfähigkeit hineinkommen. Die Grundvoraussetzungen sind da, denn Offshore gibt es viel mehr Windstunden, gibt es viel mehr Windaufkommen, als es Onshore geben kann. Mhm. Und gibt es noch etwas anderes, es gibt mehr Land Offshore. Denn der Platz in der Bundesrepublik Deutschland ist beschränkt. Ja, die Grenzen und ist Geschmackssache. Ich kann da nicht über deutschen Geschmack streiten, weil ich gar kein Deutscher bin, aber dass man jeden Hügel voll baut mit Windmühlen, auch wenn es dann im Schwarzwald oder wo dann in schönen Naturgebieten ist, ist, glaube ich, auch nicht ideal auf Dauer. Und da muss man Offshore gehen. Ja, aber Sie haben ja selber Zweifel an Offshore-Windenergie geäußert. Es geht ja darum, das Tempo möglicherweise rauszunehmen, nicht den gleichen Fehler zu machen wie bei Photovoltaik. Da haben wir in der Phase, wo die Module am teuersten waren, sozusagen kräftig zugebaut. Jetzt, wo sie billiger werden, geht langsam sozusagen die Luft raus, weil kein Platz mehr da ist im Stromnetz. Und bei Offshore-Windenergie machen wir das Gleiche. 10, 25 Gigawatt in den nächsten 10, 20 Jahren, das wird nicht funktionieren. Wenn die Lernkurve funktioniert, bin ich mir vollkommen sicher, können wir mehr machen. Aber dann müssen wir am Anfang vielleicht etwas langsamer rangehen. Es ist richtig, aber es nehmen das Tempo schon raus, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ja, ja. Ja, aber bitte. Ich finde das etwas bedauerlich. Ich finde, Herr Altmaier hat völlig zu Recht seiner Sorge Ausdruck gegeben, dass viele sich in die Schützengräben der Vergangenheit zurückzuziehen beginnen. Man erlebt das an vielen Stellen. Das macht sich an der Diskussion die Zukunft der Kohle fest. Das macht sich jetzt an dieser Diskussion wieder fest, dass Leute sozusagen, wo ein Ziel erreicht ist, nämlich der Ausstieg aus der Kernenergie, dann jetzt auf die Jagd gehen nach den nächsten Technologien, dass man die auch noch wegkriegt. Und ich halte das für falsch. Man muss diese Thematik offen halten. Und dazu gehört auch Offshore-Wind. Da liegt nun mal ein großes Potenzial. Ich würde das für einen Riesenfehler halten, wenn man da jetzt kräftig auf die Bremse tritt. Das ist ja ohnehin alles etwas langsamer als mal geplant. Insofern finde ich das bedauerlich. Und im Übrigen sehe ich dahinter auch immer so ein bisschen die Grunddiskussion zentral versus dezentral. Das macht sich an solchen Themen fest. Und jedenfalls wir in der Netzagentur und ich auch persönlich gehöre zu denen, die sagen, alles wird etwas dezentraler werden, überhaupt keine Frage. Aber die Vorstellung, dass die Energieversorgung sich völlig dezentral organisieren lässt in Deutschland, die halte ich für schlicht falsch und illusionär. Über Staat und Markt und über die Verteilung, das schließt ja auch daran an, sprechen wir gleich nochmal. Vielleicht zuvor nochmal die Frage, wie gelingt eigentlich die Marktintegration der erneuerbaren Energie? Wie soll das in Zukunft vonstatten gehen? Denn bisher ist dieses Segment ja vom Wettbewerb ausgeschlossen. Also welche Pläne oder welche Ideen haben Sie da? Herr Köhler.
Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage erstmal an die Kollegen, die hier in Deutschland Verantwortung tragen. Das ist aber Sie können ja mit der europäischen Brille vielleicht mal drauf schauen. Richtig, und wir haben vor wenigen Tagen am 6. Januar dazu ja in unserem Strategiepapier zur Förderung der Erneuerbaren das eine oder andere gesagt. Eines ist ganz klar, wir müssen auf jeden Fall marktnäher werden. Die Marktmechanismen müssen stärker greifen. Das ist ein Gebot der Kosten, das ist aber auch ein Gebot der ordnungspolitischen Vernunft. Wir müssen für die nächsten Jahre dafür sorgen, dass Erneuerbare immer stärker im Markt den Wettbewerb sozusagen ertragen. Erstens, wie gesagt, damit sie sich in eine vernünftige Kostenstruktur einbinden. Aber wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass wir einen Markt haben, wenn wir hier die Ziele nochmal repetieren, die allein in Deutschland festgelegt worden sind, 35%, 80%. Und wir haben weiter den Einspeisevorrang, dann bedeutet das ja de facto den Ausschluss der anderen Energieträger. Das kann es nicht sein. Das ist mit europäischem Recht vermutlich in keiner Weise in Einklang zu bringen. Da sehe ich auch nicht, wie Ausnahmegenehmigungen vorgenommen werden könnten. Also da muss man dran arbeiten. Im Übrigen muss ich sagen, manchmal erinnert mich die deutsche Energiediskussion so ein bisschen an meine abendlichen Erlebnisse, wenn ich irgendwann mal einen deutschen Fernsehsender anmache aus Brüssel und gucke auf die Wetterkarte am Ende der Nachrichtensendung. Mich ärgert das wahnsinnig, dass die Wetterkarte immer auf die deutsche Geografie beschränkt ist. Wenn Sie sind also Gladbach-Fan, für Sie ist das Wetter in München doch eigentlich egal. Sie wollen aber wissen, wie es in Kerkrade aussieht, denn von Westen zieht das Unwetter zu Ihnen rüber nach Gladbach. Also genau, da ich in Berlin wohne, interessiert mich hauptsächlich das Wetter in Berlin, aber ich weiß ungefähr, worauf Sie, glaube ich, hinaus wollen. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden in Warschau sitzen, dann würden Sie vielleicht mehr Interesse haben am Wetter in Wien, in Berlin, als im Wetter beispielsweise in Krakau. Und so müssen wir im Grunde auch weiterdenken. Warum, wenn wir nur mal das bayerische Beispiel nehmen, warum ist sozusagen die Hauptfrage, zentral oder dezentral, stelle ich beispielsweise meine erneuerbaren Energien in Bayern her oder bin ich auf die eine oder andere Weise an den Windpark bei Rügen angeschlossen? Warum nicht auch beispielsweise in Österreich einkaufen? Warum nicht in der Schweiz einkaufen und so weiter und so fort? Irgendwann muss man gucken, ist das machbar? Gibt es da Kostenvorteile? Und deswegen ist eines unserer großen Petita, ja, wir wollen mehr Erneuerbare im Markt, aber wir wollen vor allem auch mehr grenzüberschreitenden Handel. Wir wollen mehr Binnenmarkt, wir wollen dafür die Infrastrukturen gewährleisten. Da wird sich die Europäische Union auch finanziell daran beteiligen, wenn es denn der Markt alleine nicht richten kann. Aber nur dann kann es zu einer vernünftigen Marktordnung kommen. Herr Wiemer, ich glaube, Sie wollten reagieren. Ich bedauere eigentlich auch immer diese Trennung in so etwas ideologische Position, dezentral oder zentral. Ich glaube, das muss sich entscheiden im Wettbewerb. Es gibt einen zentralen Markt dafür, das ist das Netz, wo physikalisch Angebot und Nachfrage sich treffen. Dafür zuständig ist Herr Roman. Das Netz, auch die Übertragungsnetzbetreiber zuständig. Nein, ich würde mal sagen, auch die Verteilnetzbetreiber sind in dem Moment Netz in dem Sinne, wie ich das meine. Sonst braucht man das Dezentrale ja nicht einbinden. Sondern wir haben dort einen Marktplatz, der muss eine Marktordnung haben. Die Marktordnung, so wie sie jetzt ist, ist etwas, sagen wir mal, unvollkommen. Es gibt Probleme an der Stelle, aber der entscheidende Punkt ist nun mal das Netz. Da steht fest, nicht die Kraftwerke entscheiden, wie sie eingesetzt werden am Ende, sondern die Netzstabilität und die Merit-Order entscheidet, welches Kraftwerk fahren muss. Wir haben auch Probleme, Stabilitätsprobleme. Im nächsten Winter werden wir uns damit ja befassen müssen und an der Stelle müssen wir auch noch wahrscheinlich Maßnahmen treffen. Aber wenn das Netz als Marktplatz mal so gesehen wird, dann ist die Marktordnung vom Staat dafür zu machen. Das heißt, der Staat hat die Marktordnung zu erstellen. Er hat dabei auch, wie ich finde, nach Grundprinzipien vorzugehen, die in der Frage des Marktplatzes selbst liegen. Nicht in der Frage der Anbieter oder der Nachfrager, sondern des Marktplatzes. Der muss organisiert werden. Wenn das nicht gut organisiert ist, dann wird es an Liquidität mangeln und auch an Wettbewerb. Und dann wird es die dementsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen nach sich ziehen. Und ich würde das vom Netz aus, also für mich ist Verteilnetz und Übertragungsnetz dort keine Trennung in zwei Kategorien, sondern das muss insgesamt so gesehen werden. Und wenn das gelingt, ergibt sich aus den physikalischen und technischen Notwendigkeiten auch eine Ordnung, die überhaupt nur funktionieren kann. Zurzeit haben wir Reaktionen auf Missstände oder Probleme. Also wenn, sagen wir mal, RWE sagt, wir wollen in Süddeutschland 3 Gaskraftwerke abschalten, weil die jetzt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind, die aber technisch für die Stabilität des Netzes notwendig ist. Da muss die Bundesnetzagentur dort einsteigen und sagen, das muss geregelt werden. Das kann nicht dem Zufall überlassen werden, denn die Versorgungssicherheit ist eine gesetzliche Aufgabe.
Und wenn das so ist, dann kann es auch nicht so gehen, dass man über Schadenersatz redet, Herr Hohmann. Ich glaube, da sind wir sogar einig. Sondern wir müssen dafür einen Preis haben, der es erlaubt, Vorhaltung von Reserveleistung auch anständig zu incentivieren. Denn sonst wird weder was gebaut neu, noch wird was besteht, im Markt bleiben. Ja. Frau Jarlich, ich möchte mir jetzt bei der Moderation unbeliebt machen und möchte auf Ihre Frage zurückgehen. Sie haben gesagt, wie gelingt... Da machen Sie sich schon mal nicht unbeliebt. Okay, gut. Wie gelingt die Marktintegration der Erneuerbaren? Ich würde sagen, wieso sagen Sie Marktintegration? Die Frage ist, wie gelingt die Systemintegration der Erneuerbaren? Ja. Ich glaube, dass in der Frage Markt oder Staat sehr plakativ dahinter steckt, wir haben die Wahl. Und wie wir die Erneuerbaren integrieren, wird Gegenstand der kommenden Diskussion und der politischen Entscheidungsfindung sein. Wir haben die Wahl, die Erneuerbaren zu integrieren in einem in Gänsefüßchen planwirtschaftlich organisierten Modell. Das geht. Dann lassen wir das EEG so, wie es ist. Und den Rest, den wir haben an Energiewirtschaft in Deutschland, packen wir mit in die Planwirtschaft rein. Aber das kann ja nicht in Ihrem Interesse sein. Aber eine Option. Nein, ist nicht mein Interesse, aber es ist eine Option. Oder wir sagen, irgendwann muss das mit dem EEG aufhören. Dann stellen wir die Erneuerbaren in den Markt, sagen, ihr müsst Systemverantwortung übernehmen. Und dann sind die Preise der Erneuerbaren die Marktpreise für die erzeugte Energie, so wie es dann auch gehandelt wird. Dann haben wir einen Markt, wo es staatliche Rahmenbedingungen gibt, der auf Preissignale reagiert. Und ich glaube, das ist Gegenstand der jetzt anlaufenden politischen Diskussion. Und ich glaube, die Branche, soweit ich das verstehe, ist für das zweite Modell. Und der große Paradigmenwechsel in der Politik wird sein, dass dann das EEG in der heutigen Form grundlegend verändert werden muss, weil dann solche Dinge wie Einspeisevergütung, feste Einspeisesätze nicht mehr gelten können. Und das ist ein tiefgreifender Einschnitt, glaube ich, in die Struktur. Aber nur dann kriegen wir Markt, wenn wir Einspeisevorrang und andere Dinge aufheben für die Erneuerbaren. Ich teile das ausdrücklich, diese Einschätzung, dass wir auf dem Weg sind. Wir haben das EEG als ein Gesetz gemacht, um überhaupt die Erneuerbaren überhaupt auf den Markt zu bringen, im weitesten Sinne. Also sozusagen aus der Nischenfunktion herauszuführen in einen größeren Anteil. Jetzt haben wir 20% beim Strom. Und damit stellt sich schon auch qualitativ die Frage, ob das System so weitergeführt werden kann. Und ich teile ausdrücklich die Einschätzung, dass natürlich ein Einspeisevorrang sich dann nicht auf Dauer durchhalten lässt und dass man irgendwann darüber diskutieren muss. Ich bin auch der Meinung, dass man Anreize setzen muss, dass der Ausbau regional vernünftig folgt und dass nicht der Ausbau der Erneuerbaren an Orten erfolgt, wo weder ein Netz da ist, noch eine Last sozusagen, ein Verbraucher da ist. Das macht nun wirklich keinen Sinn und das sind Aufgaben, die jetzt dann auch angegangen werden müssen. Also ich würde das auch unterstützen, aber ich finde, man muss es dann auch wirklich konsequent machen. Also ich will die Diskussion jetzt nicht nochmal wiederholen. Also wenn wir ein Marktsystem haben, Herr Hohmann, da gibt es auch keine Schützengräben mehr, dann entscheidet der Markt, ob eine Technologie ankommt oder nicht ankommt. Man muss es wirklich dann auch konsequent sagen und das nicht wieder für bestimmte Technologien ausnehmen. Da muss ich es generell machen und dann passiert das auch nicht. Und da bin ich auch sehr dafür, weil ich glaube, wir brauchen genau diese Marktsignale, die Preissignale, damit es eben zu keinen Fehlallokationen kommt, damit nicht dorthin gebaut wird, wo es sozusagen keine Abnahme gibt. Ich will jetzt sozusagen diese Offshore-Debatte nicht weiterführen, aber da im Meer sehe ich relativ wenig Abnahme. Und Sie können auch versichert sein, dass ich sicher kein Technologiefeind bin. Onshore-Windenergie ist viel weiter, als viele denken. Sie kriegen diese Benutzungsstunden von 4.000, auch an der Küste in Schleswig-Holstein. Sogar gestern wurde gesagt, auf dem Donnersberg in Rheinland-Pfalz komme ich auf 3.500 Stunden. Also da tut sich ja technologisch einiges. Und ich glaube, das muss man wirklich ausnutzen. Sie werden doch Riesenprobleme kriegen, was die Akzeptanz und auch was die Kosten angeht, gerade bei dem Leitungsausbau. Da können Sie lange darüber philosophieren, ob da Bürgerinitiativen in Schützengräben zurückgehen oder nicht. Die werden sich sehr genau angucken, wenn Leitungen gebaut werden sollen. Ist das wirklich notwendig oder sind sie nur deswegen notwendig, weil es eine bestimmte Verteilung gibt, die sich mal irgendjemand ausgedacht hat und nicht mal der Markt? Also ich glaube, auf die Debatte müssen wir uns einlassen. Und ich will noch mal kurz was zu den Kosten sagen. Wir haben jetzt eine EEG-Umlage von 3,6 Cent. Allem Anschein nach, da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig, wird die in den Bereich von 5 Cent ansteigen zum nächsten Jahr. Der Solarkompromiss im Vermittlungsausschuss wird sicher noch mal 0,5 bis 1 Cent dazu legen. Und dann kommt irgendwann die Offshore-Welle. Und bei den Differenzkosten, Sie haben eine durchschnittliche Einspeisevergütung von 17 Cent, Marktpreis von 5 Cent, da kann man sich leicht ausrechnen, dass da nochmal 1, 2 Cent alleine wegen Offshore dazukommen.
Und die Diskussion, wenn wir eine Umlage haben von 6, 7, 8 Cent, die möchte ich mal sehen, da muss ich das doch auf den Tisch bringen. Da kann ich auch nicht sagen, gut, wir müssen irgendwelche Lernkurven vollziehen, sondern da muss ich deutlich machen, hier muss ich das Tempo drosseln, auch wenn Sie sagen, wir drosseln es, bevor wir überhaupt angefangen haben. Also Stranded Investments können wir uns auch nicht leisten. Und Sie wissen um die Probleme der Netzbetreiber, die gehen ja weiter. Das ist ja auch Siemens, das offensichtlich die Firma, die offensichtlich auch Probleme hat mit den Lieferungen. Also auch da wünsche ich mir eine offene und transparente Debatte. Und wenn man dann eben sagt, das sind nicht 10 oder 25, sondern vielleicht nur 5 oder 10 Gigawatt, ist es ja auch in Ordnung. Es geht ja nicht um entweder oder, sondern es geht darum, aus der transparenten Diskussion Rückschlüsse zu ziehen über das Tempo, wie verschiedene Technologien sozusagen auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten am besten entwickelt werden. Aber bei der Transparenz hat unsere Branche kein Problem zu sagen, was es kosten wird. Das ist ein Akzeptanzproblem auf der politischen Seite, damit klarzukommen und zuzugeben, dass das alles Geld kosten wird. Was und ich möchte nicht so stehen lassen, dass sich irgendjemand irgendetwas ausgedacht hat, das jetzt die Basis für die Netzentwicklungspläne ist, sondern den meisten hier jedenfalls dürfte das bekannt sein, dass da sehr umfangreich Abstimmungen stattgefunden haben mit allen Beteiligten, mit den Ländern, mit der Zivilgesellschaft über die Frage, wie denn ein Energieszenario im Jahre 2022 oder auch 2032 aussieht. Also es ist nicht irgendwie ein aus der Luft gegriffener Netzentwicklungsplan, den die Übertragungsnetzbetreiber in dem Fall für diesen Bereich des Netzes vorgelegt haben, sondern das basiert auf einer konsentierten Vorstellung darüber, wie in etwa die Verteilung der Energiequellen, der Energieformen im Jahre 2022 sein soll, mit einer sozusagen jährlichen Revisionsklausel, wenn Sie so wollen. Insofern ist das auch völlig korrekt, wenn Herr Krawinkel dieses fordert, dass man das auch immer wieder anpassen muss an die Realität. Das ist sicherlich notwendig. Aber ich möchte schon gerne sagen, dass das, was da die Basis ist, ein konzertiertes Konzept gewesen ist. Und das sollte man nicht jeden Tag wieder in Frage stellen, denn dann haben wir eine Dauerdiskussion und kommen nie zum Handeln. Ja. Ich finde es auch schade, dass wo wir jetzt gerade bei Offshore Wind eine Langfristplanung gemacht haben, ausgesucht haben, welche Gebiete in der Nordsee, wo kommen die Leitungen hin und so weiter, dass dann wieder den Verdacht gehegt wird, da sind ja ein paar Große, die tun sich zusammen, dann gegebenenfalls noch mit der Bundesnetzagentur und dann vielleicht noch mit der Politik, als ob klein ist sexy und groß ist schlecht. Ich glaube, das ist eine Pattstellung, die sollen wir nicht haben, das kennen wir auch in anderen Industriezweigen nicht. Und wenn sogar ein Siemens und die großen Energieversorger sowas nur mit Schwierigkeiten hinkriegen, wenn wir uns dann machen lassen, die lokale Handwerker können sich keinen Offshore-Wind bauen lassen. Also wir brauchen alle. Die Energiewende ist eine derart große Herausforderung, dass wir da alle Kräfte in der deutschen Wirtschaft auch darüber hinaus heranziehen müssen, um es überhaupt zu stemmen. Und da haben die Großen auch ihren Platz da drin. Und ich will nochmal benachdrucken, es gibt ja immer diese Verdachtsstellen, das haben die ja nur in ihrem eigenen Interesse getan. Also bis jetzt, weder Kartellamt noch Europäische Kommission noch was dann auch an Untersuchungen hat je nachweisen können, dass wir in irgendeiner Form manipuliert oder in der eigenen Tasche gewirtschaftet haben. Gibt es immer den Verdacht noch, ja, das haben die nicht finden können. Vielleicht soll man auch mal sagen, ja, vielleicht war da auch wirklich nichts. Ja, dann tun die auch alles im Interesse, das Geschäft zu stemmen. Wir kamen ja auch nochmal von der Frage, weil wir jetzt auch immer über Dezentralität gesprochen haben. Das, was Herr Altmaier gerade nochmal auch bestätigt hat, was er schon seit Wochen sagt, dass er eben mit jedem versucht zu sprechen, dass die 16 Bundesländer schon dezentral die Energiewende umsetzen sollen, aber eben auch mit Vorgaben, mit Zielrichtlinien. Ist es denn das, was Sie allesamt auch unterstützen oder gibt es da kritische Stimmen von Ihnen? Ich würde mal sagen, wenn wir das auf Bundesländer beziehen, das deutsche oder europäische Energieproblem, dann sind wir in einem sehr kleinen Karo. Wir reden ja darüber, das ist ja überhaupt Ziel der ganzen Liberalisierung gewesen, die Öffnung der Märkte in Europa. An der Stelle ist noch viel zu tun. Aber dass wir jetzt Energiemärkte oder Energiestrukturen pro Bundesland betrachten, das hat es ja noch nie gegeben. Ich will mal sagen, es hat eine Stromversorgung noch nie gegeben, die in den Bundesländern organisiert war. Und das gibt es auch netztechnisch nicht. Und wenn man jetzt sagt, man will das so organisieren, dann ist das ein Rückschritt, der geht ja eigentlich im Grunde noch hinter das Energiewirtschaftsgesetz von 1935 zurück. Also wir müssen an der Stelle sagen, wir brauchen mindestens die deutsche Perspektive, aber wir brauchen auch die europäische Perspektive, sonst werden wir an der Stelle nicht die Synergien heben in den Netzen und in den Strukturen, die wir heben müssen, wenn wir als Staat in Europa oder als Europa in der Welt überhaupt bestehen wollen. Ja, es muss aber, glaube ich, schon klar sein, dass die Aufgaben zwischen Bund und Ländern auch den Kommunen klarer verteilt werden. Also wir haben jetzt den Versuch gehabt, die Netzentwicklungsplanung stärker auf die Bundesebene zu konzentrieren. Das ist ja nur mit Brüchen gelungen. Also die Verfahren werden ja teilweise auch doch noch bei den Ländern durchgeführt.
Da würde ich auch sagen, da muss es eine klare Bundeskompetenz geben. Aber auf der anderen Seite, denke ich, brauchen die Länder auch klare Aufgaben. Also was eben nicht geht, dass in der Tat sozusagen jeder macht, was er will. Also 8 Bundesländer wollen sozusagen 100% und andere 8 Bundesländer wollen 150 oder 200%. Das hat Herr Altmaier richtig gesagt, das wird nicht funktionieren. Aber jetzt sagen Sie mal den Schleswig-Holsteinern, Leute, ihr dürft nicht so viel. Da brauchen Sie einen Regelungsmechanismus. Das muss ja sozusagen auch ein fairer Ausgleich sein. Also glaube ich, wird nichts anderes übrig bleiben, als sich mit den Bundesländern zusammenzusetzen und tatsächlich für die einzelnen Bundesländer bestimmte Mengenziele zu definieren, die sie dann auch selber durchführen können. Das muss ja nicht das gesamte Potenzial an erneuerbaren Energien oder die ganzen Zielsetzungen der Bundesregierung umfassen. Es kann ja was übrig bleiben, was sozusagen im europäischen Bereich beschafft wird. Aber diese Mischung sozusagen aus Länderzuständigkeiten, Mengenzielen und auch der Wahlmöglichkeit vielleicht der Länder, das entweder selber zu machen oder sich woanders zu besorgen. Und dann ist es mir auch völlig egal, ob das in Schleswig-Holstein oder in Dänemark eingekauft wird oder in Österreich oder der Schweiz. Aber es muss irgendjemand sozusagen organisieren. Und ich glaube, da an dem Punkt sind wir in der Debatte noch nicht wirklich weit. Wir können den Föderalismus nicht abschaffen. Das wäre vielleicht auch eine Idee, aber meines Erachtens relativ unrealistisch. Also muss ich doch den Föderalismus insofern mit seinen eigenen Mitteln schlagen. Da muss ich etwas intelligentere Lösungen finden. Und ich glaube, Mengenziele, die sozusagen auf die Länder runtergebrochen werden, wäre da eine Möglichkeit. Die EU macht es ja letztendlich nicht anders mit den Mitgliedstaaten. Und viele unserer Bundesländer sind größer als der eine oder andere Mitgliedstaat. Und da funktioniert es ja auch. Also von daher glaube ich, ist das nicht unbedingt ein Problem. Das ist meines Erachtens lösbar. Und ich kann auch nicht sehen, wie Sie Herrn Seehofer von irgendeiner anderen Linie überzeugen wollen. Ich glaube, das Problem ist lösbar, aber man muss es auch wollen. Ja. Also einerseits ist es ja gut, dass die Bundesländer sich darum kümmern. Es gibt den schönen Grundsatz, think globally, act locally. Insofern ist das eine vernünftige Sache. Aber wir sehen in der europäischen Ebene, wie stark eben Energiepolitik und Energieplanung nach wie vor sozusagen als ureigenster Bereich nationaler Souveränität gesehen wird. Und wenn ich meine Kontakte mit den verschiedenen Ländern oder den verschiedenen Bundesländern Revue passieren lasse, habe ich auch das Gefühl, dass es für den einen oder anderen noch eine sehr beliebte Spielwiese ist. Es war ganz interessant, wie nach der deutschen Energiewende dann verschiedene Landes- und Staatsregierungen in Brüssel aufschlugen und mit uns ihre eigene mini-kleine Energiewende diskutieren wollten, ohne aber erstmal den Abgleich auf Bundesgebiet geschaffen zu haben. Und dasselbe ist leider auf europäischem Kontext auch nach wie vor nicht ganz als gelöstes Problem zu betrachten. Sie haben es richtig gesagt, es gibt einen europäischen Abgleich, aber den gibt es im Prinzip vor allem jetzt nur beim Aufwuchs der erneuerbaren Energien, noch nicht bei der Energiepolitik insgesamt. Dann lassen wir uns doch den Blick mal kurz auch weiten und auch auf das Thema Binnenmarkt zu sprechen kommen. Es gab 3 Binnenmarktpakete und trotzdem sind wir immer noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben einen EU-weit einheitlichen Markt, zum Beispiel für Strom und für Gas. Jetzt hat die EU angekündigt, 2014 soll es soweit sein? Am 4. Februar 2011 gab es zum ersten Mal eine Art Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs und da haben Frau Merkel, damals noch Herr Berlusconi, damals noch Herr Sarkozy und andere beschlossen, bis 2014 soll das geschafft sein. Das ist eine politische Zahl. Wir arbeiten da sehr intensiv dran. Wir werden auch weitere Vorschläge in diesem Jahr noch machen. Es gibt da eine sehr schwierige, sozusagen einen schwierigen Balanceakt. Man muss sowohl bei vielen technischen Regelungen voranschreiten, man muss auch Kuppelstellen, Interkonnektoren und so weiter noch bauen, aber gleichzeitig muss man auch regulatorisch voranschreiten. Und das erfordert sehr viel politischen Willen. Wir haben das große Problem, dass selbst das 3. Binnenmarktpaket, das an sich seit März dieses Jahres überall in der EU hätte durchgesetzt werden sollen oder durchgesetzt sein sollen, in einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten immer noch nicht umgesetzt ist. Wir haben, und zwar gehört glücklicherweise Deutschland nicht dazu, aber wir haben gegen 15 bis 18 Staaten, je nachdem, ob man jetzt auf Strom oder auf Gas schaut, jetzt gerichtliche Verfahren eingeleitet, Vertragsverletzungsverfahren, weil eben viele das eine in Brüssel unterschreiben, aber das andere zu Hause nicht umsetzen. Das heißt, 2014 ist eigentlich unrealistisch. Das ist 2014 plus X. Das ist genau wie die Debatte von Ethereum. Wollen wir schon abbremsen, was wir noch gar nicht angefangen haben? Nein, 2014 ist natürlich enorm ehrgeizig. Aber letzten Endes kommt es nicht darauf an, ob wir dann nachher 2015, 16 oder 17 Vollzug melden können, sondern dass wir stetig weitere Fortschritte machen. Dass wir einen Strommarkt bekommen, irgendwann in der Perspektive, der der Freiheit des Güterverkehrs, die wir heute schon haben, ähnelt. Herr Feist, war denn dann die Entscheidung überhaupt richtig, das anzustreben, diesen Binnenmarkt?
Ich glaube, die Entscheidung war richtig, aber ich würde sagen, aus der privaten Wirtschaft würde man mehr Kraft zur punktgenauen Exekution erwarten. Also einen Projektplan hinzulegen und zu sagen, wir haben Fertigstellungstermin, da wird man sagen, okay, wir erwarten zu dem Termin, sind wir fertig, on time, on budget. Jetzt verstehe ich, dass eine politische Zahl was anderes ist. Für ein Projekt wie die Energiewende wird es mir allerdings nicht reichen zu sagen, wir müssen nur darauf achten, dass wir Fortschritte in die richtige Richtung machen. Ich glaube, wenn wir so viel Geld einsetzen in so einem Riesenprojekt, dann müssen wir das ansteuern, wie man Projektmanagement macht. Sehr zielgerichtet, mit planbaren Erfolgen und mit einem Projektmanagement, wo wir immer wieder überprüfen, was insgesamt da ist. Mein Albtraum, wenn ich das auch sagen darf, wenn ich hier ein bisschen Wasser in den Wein gießen darf, ich teile das, was gesagt wurde, über die Zielrichtung der Integration der Märkte und über die Strukturen. Aber mein Albtraum ist in Deutschland, gerade auf der Seite der Kraftwerksmärkte, wenn wir sagen, wie funktioniert der Markt, dass wir durch den Bau von staatlich subventionierten 4 Gaskraftwerken in Bayern das Regellastproblem in Bayern lösen. Dass wir dann sagen, ganz opportunistisch, weil das alles so schwierig ist mit den Entscheidungen, wie geht das mit den Kraftwerksmärkten und Kapazitätsmärkten weiter, dass wir sagen, okay, den Rest lassen wir einfach so liegen und am Ende wird das durchreguliert. Und dann landen wir in so einer Hybridform mit 4, 5 staatlich subventionierten Kraftwerken und der Rest kommt unter eine Kostenplusregulierung, wie wir es bei den Netzen gesehen haben, wo wir dann das auscashen, was wir haben, was nicht unbedingt ein langfristiges Zukunftsmodell ist. Das ist mein Albtraum und ich hoffe, dass die Politik die Kraft findet, da rauszufinden und so eine Lösung zu vermeiden, in zu kleinen Schritten zu gehen. Ich möchte ein bisschen dafür bitten, dass wir uns hier jetzt die Wand schwarz malen, denn aus der Tatsache, dass wir noch nicht alles erreicht haben, dürfen wir nicht ableiten, dass wir noch nichts geschafft haben. Dann schauen Sie mal um sich herum und ich finde, dass wir ziemlich brav sind, hier so zurücklehnen und sagen, warte mal, bis die Regeln da sind und dann kommen wir aus dem Häuschen. Also der Markt wartet nicht auf die Politik, der schreitet voran. Gucken Sie mal, ja, wir haben einen niederländischen Netzbetreiber, der Hochspannungsnetze in Deutschland betreibt und plötzlich stellt sich heraus, die Tarife sind nicht in alle Hinsichten auskömmlich. Ja. Hat man vorher von den deutschen Energieversorgern nicht geglaubt, dass sie das gesagt haben. Die großen Energieunternehmen in Deutschland sind auch in den Nachbarländern aktiv. Mein Unternehmen hat ja der größte Energieversorger in den Niederlanden übernommen und hat das System integriert. Gasnetze werden auch von Niederländern betrieben in Deutschland und umgekehrt. Also die Wirklichkeit schreitet voran und übers Market Coupling sind die Strompreise identisch. Aber dass der Markt das dann auch ausnützt, darf man ihm nicht vorwerfen. Denn wenn wir in Deutschland schwer subventionieren oder regulieren in den erneuerbaren Bereich, dann nützen die Niederländer und auch die Franzosen mal gratis erneuerbaren Strom, wenn der dann da ist, dann irgendwo muss der ja hin. Das ist ein europäischer Markt, der ist schon da, der lebt, der funktioniert vielleicht noch nicht an alle Ecken so perfekt, wie es tun sollte, aber ist überhaupt nicht vom Misserfolg geprägt. Also Sie haben recht, die Chance des Marktes liegt darin, dass die Privatwirtschaft schon viel mehr davon realisiert hat, als die Politik oder die Regulierung sozusagen nachvollzieht. Aber wir müssen auch nachvollziehen. Und wenn wir jetzt das Thema Kapazitätsmärkte sehen, da ist tatsächlich Ihr Albtraum-Szenario ein denkbares, leider. Dass man Kapazitätsmärkte schafft, nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene. Frankreich hat ein Projekt, Vereinigtes Königreich hat ein Projekt, Belgien hat ein Projekt, aus den Niederlanden habe ich es auch gehört. Oder dass wir in Deutschland das sogar auf Bundesländerebene machen. Ja, wenn wir bei der neuen Regulierung nicht von vornherein sozusagen den Binnenmarkt als Grundvoraussetzung einfaktorieren, dann kann man das zwar machen, aber dann wird es wahnsinnig teuer. Und da sehe ich dann wieder die Chance. Denn ein Albtraum kann ja so erschreckend sein, dass man davon aufwacht. Und wenn die Preise dann so durch die Decke gehen, dass man aufwacht, dann kommt der europäische Binnenmarkt doch vielleicht wieder zu neuer Ehre. Aber die Kommission will jetzt nicht steuern über Albtraum-Szenarien. Aber man muss ja schon auch festhalten, je stärker der Binnenmarkt zur Realität wird, umso mehr fallen natürlich auch die nationalen Grenzen. Und da verwundert es schon, wenn man sich anschaut, nach dem Lissabon-Vertrag, dass die Mitgliedstaaten ihren Energiemix bis dato ja selbst bestimmen können. Das ist doch ein Spannungsfeld, was man auch lösen muss in naher Zukunft, oder nicht? Ich sehe das nicht. Wir haben einen Teil, der ist europäisch festgelegt, das sind die Erneuerbaren mit den Zielen. Der andere Teil wird national bestimmt, da habe ich auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Das kann auch funktionieren. Es gehört dazu, dass die Grenzen geöffnet werden, dass der Handel stattfinden kann. Da bin ich voll auf der Seite von Herrn Köhler.
Und es gehört dazu natürlich, dass das auch, was wir hier machen in der Energiepolitik, ein Stück weit dann auch sich widerspiegelt und dass wir gucken, was andere machen an der Stelle, dass wir mit dem, was wir tun, nicht zum Beispiel unsere Nachbarn belasten, indem wir Windstrom aus Norddeutschland nach Polen schicken, den wir gar nicht haben wollen und ähnliches, sondern dass man diese Dinge mitbedenkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dasselbe gilt für Kapazitätsmechanismen oder auch für die Erneuerbaren, dass man ein Stück weit die europäische Harmonisierung immer mitdenkt. Sonst funktioniert das am Ende nicht. Gleiches gilt für den Netzausbau. Das muss passen in das europäische Netz. Also das muss man schon immer, denke ich, mitdenken. Sonst ist man auf der falschen Spur. Also ich würde noch mal einen Punkt gerne in die Debatte einwerfen. Also die europäische Integration ist ungeheuer wichtig, weil das reduziert natürlich auch Kosten für Reservekapazitäten. Auf der anderen Seite haben wir aber sozusagen auch regionalen Problem. Wir haben, das hört man wahrscheinlich hier auch nicht so gerne. Es gibt einen anderen Verband, da hört man es noch weniger gerne. Wir haben 869 Verteilnetzbetreiber. Ich sehe nicht, wie diese 869 Verteilnetzbetreiber auf der regionalen Ebene so effektiv Lastmanagement betreiben könnten, dass dadurch möglicherweise auch sowas wie Kapazitätsmechanismen entlastet würden, weil ich eben regional versuche, auch ein Stück weit sozusagen wegzusteuern durch verschiedene Möglichkeiten. Also ich brauche hier deutlich weniger Verteilnetzbetreiber und ich sehe aber in Deutschland noch niemand, der im Prinzip diese Debatte wirklich mal führt. Also wie komme ich dazu? Ich will ja nicht den Kommunen die Netze wegnehmen, sie sollen sie nur zusammenlegen. Wenn ich die andere Diskussion verfolge, dass man so versucht, Stück für Stück jetzt auch die Regulierung wieder aufzuweichen, da haben wir ja ständig Diskussionen darüber, um sozusagen die Investitionen zu erleichtern, dann sehe ich im Moment nicht, wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur, die soll ja keine Strukturpolitik machen, das wird ihnen ja sozusagen immer vorgehalten, die es aber eigentlich machen muss, zum Beispiel dadurch, dass die Effizienzkriterien stärker angezogen werden, dass es eben einen Anreiz gibt, im OPEX-Bereich sehr viel stärker auch Effizienzen zu heben. Also die Debatte steht auch bevor und das muss natürlich auch mit den Ländern und den Kommunen diskutiert werden. Das ist sicher keine bequeme Debatte, wo es nach Wunschkonzert geht, sondern wo es darum geht, Effizienzen zu heben, damit Kosten zu senken, einen Teil der Kosten für den Netzausbau auch wieder einzusparen und natürlich auch Versorgungssicherheit in den Verteilnetzen besser organisieren zu können. Ja, da kann ich Herr Krawinkel beruhigen, denn wir führen die Debatte, wir führen sie tagtäglich bei jeder Konzessionsverhandlung, bei Diskussionen mit den Kommunen, auch auf der Landesebene. Denn tatsächlich haben Sie recht, ja, wenn ich einen Fleckenteppich in dem Verteilnetz habe, dann kann ich meinen Service nicht bereitstellen, dann kann ich die ganze Bewirtschaftung der Netze nur schwierig machen. Dabei brauchen Sie übrigens nicht unbedingt die Eigentum zu haben. Also wir arbeiten auch an kreative Modelle, wo dann die Stadt die Eigentum behält und wir trotzdem die Services bereitstellen. Das wird dann abgerechnet. Also das ist möglich. Aber vielleicht muss man das nochmal auf eine höhere Ebene ziehen. Es nimmt ja auch die Zahl der Zusammenschlüsse zu, auch bei den Verteilernetzen zwischen Kommunen und Stadtwerken. Insofern ist das, glaube ich, dann der richtige Weg, dann dazu etwas weniger Zersplitterung an der Stelle zu kommen. Denn eins muss man unterstützen, ja, das Verteilnetz wird für die Zukunft absolut kritisch werden. Wir reden zwar immer über die Transportnetze für das Thema Energiewende, aber die wirkliche Energiewende findet vor Ort statt. Photovoltaik, wir kennen ja die Mengen, die vorhanden sind. Und das hat unglaubliche Konsequenzen für das Verteilnetz. Und wenn wir über Verteilnetze reden, dann ist es auch ein Vielfach an Kilometer Kabel, die wir da haben, wenn Sie das vergleichen mit Transportnetze. Aber ich würde schon ganz gern ein gutes Wort für die Verteilnetzbetreiber einlegen, weil ich glaube, dass die einfache Ableitung, je kleiner, desto unwirtschaftlicher und uneffektiver, glaube ich, ist ein etwas zu vereinfachtes Modell. Also einmal, glaube ich, müssen wir an der Stelle feststellen, dass die Bundesnetzagentur in den vergangenen Jahren in Gänsefüßchen hervorragende Arbeit geleistet hat. Die Gänsefüßchen können Sie weglassen. Die Kosten der Verteilnetzbetreiber und der Netzbetreiber grundlegend zu reduzieren. Und ich kann für mein Haus sagen, dass da schon zweistellige Millionenbeträge sind. Und wir arbeiten unter extrem engen Effizienzvorgaben, die teilweise so eng ist, dass selbst manchmal Gerichte Schwierigkeiten haben, die nachzuvollziehen, ob die auch gerechtfertigt sind, die Vorgaben. Zum anderen, glaube ich, müssen wir sehen, dass auch Konsolidierungsbemühungen unterwegs sind und dass nicht immer da, wo eine rechtliche Einheit Verteilnetzbetreiber steht, ein organisatorisch operatives Geschäft Verteilnetz da ist. Denn darunter laufen sehr, sehr viele Modelle, wo rechtliche Einheiten zu größeren organisatorischen Einheiten zusammenfinden und sagen, wir kooperieren. Der Zug ist längst im Gang und ich glaube, das ist auch
eine politische Zielsetzung zu sagen, damit heben wir auch Effizienz im Land. Ich glaube, was wir brauchen in den Verteilnetzen, das größte Problem ist, wenn wir die Erneuerbaren ausbauen, dann müssen wir die Verteilnetze ertüchtigen. Denn 90% des Ausbaus der Erneuerbaren, gerade PV, geht in die Verteilnetze. Und wir brauchen in den Verteilnetzen dann eine Kostenanerkennung der Investitionen, die diese Investition einigermaßen wirtschaftlich macht. Und das ist eine große Diskussion, die wir auch haben, mit verschiedensten sehr renommierten Institutionen zu sagen, kriegen wir denn jetzt in den Verteilnetzen, wo wir es brauchen, auch eine Gleichbehandlung hin zu Übertragungsnetzen zum Beispiel, wo man schon Lösungen gefunden hat dafür. Das war jetzt nett mit dem Gerichtsurteilshinweis. Ich weise darauf hin, die meisten Prozesse gewinnen wir immer noch. Und wir dann gelegentlich auch mal einen verlieren, den, auf den Sie anspielen. Das wissen Sie auch, wie hochkompliziert das ist. Und das ist keine Frage mehr im Grunde von richtig oder falsch ist, sondern sich da irgendwo in juristischen Zwischentönen sich das Ganze wiedergespiegelt hat. Und wenn wir sehen, wie das ausgeht am Ende, dann... Das darf ich aber bei der Gelegenheit schon mal sagen, dass wir da vor dem Bundesgerichtshof gehen werden in dem Fall. Das ist ziemlich klar, schon um die Kunden oder um die, ja, für die Kunden von Herrn Krawinkel zu schützen vor einer weiteren Kostenlawine. Wir haben Sie auch dringend gebeten, das zu tun. Ja, das werden wir auch tun. Das ist jedenfalls aus dem Moment. Ansonsten in der Tat, die Netzagentur macht ständig eine Balance zwischen auf der einen Seite Investitionen zu ermöglichen und zu fördern, die Energiewende voranzubringen, auf der anderen Seite natürlich die Effizienzpotenziale zu heben. Da tun wir Ihnen ja auch einen Gefallen mit, das hilft Ihnen ja auch, wenn Sie Effizienzen heben können, das ist ja auch durchaus dann in Ihrem Interesse. Und dass wir uns dann im Detail an einzelnen Regelungen dann immer auch mal wieder, dass sich Diskussionen entspannen, so wie Sie das gerade auch angedeutet haben bei den Verteilnetzen, da mag ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber da können wir auch noch andere Diskussionen führen darüber, wie viel Geld in den Verteilnetzen schon drin ist, das nicht investiert worden ist, sondern ausgeschüttet worden ist. Auch das muss man dann mal deutlich sagen. Ist das eigentlich Ihr System von Zuckerbrot und Peitsche? Das ist sehr schön beschrieben. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja unser tägliches Geschäft. Da kommt der Herr Feist und sagt, wir quälen ihn bis aufs Blut. Und dann kommt Herr Krawinkel und sagt, tut mal was für die Verbraucher und drückt da die letzten Cent und Euro raus. Und in diesem Zwiespalt bewegen wir uns ständig. Und ich glaube, das ist bisher einigermaßen gut gelungen. Übrigens auch die Tatsache, dass ausreichend Investoren vor den Türen stehen und in deutsche Netze investieren wollen, spricht nicht unbedingt dafür, dass die Regulierung irgendetwas verhindert, wie das ja gelegentlich behauptet wird. Ich meine, es gibt auch konkrete Beispiele, bei Amprion zum Beispiel oder auch im Gasbereich gibt es diese Beispiele, dass also auch ausländische Investoren in das deutsche Netz investieren. Die tun das nicht, weil sie glauben, dass sie nichts damit verdienen können, sondern die wirtschaften schon in die eigene Tasche im besten Sinne des Wortes, dessen, was Herr Terrium vorhin gesagt hat. Also insofern würde ich an der Stelle ein bisschen abrüsten. Das gibt Detailfragen, die müssen wir diskutieren. Ich bin der Erste, der sagt, dass das, was die Energiewende im Verteilnetz erfordert an Investitionen, das muss in der Regulierung auch anerkannt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Worüber wir uns ja nur streiten, das haben wir einen Pauschalfaktor, der jedem das Geld gibt, auch wenn er gar nichts tut. Oder gehen wir ins Detail, dann kommt aber als nächstes von Ihnen dann sofort wahrscheinlich die Frage, was ist denn das jetzt für eine Bürokratie, wenn wir jetzt 869 Einzelfälle regeln sollen. Deswegen haben wir es bisher pauschal gemacht, das funktioniert an einigen Stellen vielleicht nicht so gut, darüber müssen wir reden. Ja. Und die Netzagentur sind die Letzten, die das dann nicht auch machen, machen es ja auch. Weniger Netzbetreiber, kein Problem. Herr Krawinkel, Herr Wiemer steht schon lange an, jetzt müssen wir erst einmal kurz... Ich wollte mal was zur Ehrenrettung der kommunalen Unternehmen sagen. Natürlich, es gibt viele davon. Es gibt auch Versuche, neu zu gründen, zum Teil mit sehr kleinen Einheiten, 10.000, 15.000 Einwohner. Aber die Größe eines Netzes ist kein Kriterium für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Ich habe das selbst lange genug gemacht. Man kann auch mit kleineren Netzen ordentlich wirtschaften und auch dort Benchmarkführer sein. Was ja im Übrigen ja auch sich widerspiegelt, wie die Kommunalunternehmen arbeiten, wenn Sie heute bei Verifox oder einem anderen Portal nachgucken, wer eigentlich ist derjenige, der die günstigsten Preise in der Regel anbietet. Dann werden Sie dort kein Unternehmen finden, der sagen wir, großen regionalen oder überregionalen Klasse, sondern werden Sie eine Fülle von Unternehmen finden, die kleiner sind. Auch viele kleine Stadtwerke zum Teil, die in dem Markt den Wettbewerb nämlich anheizen. Insofern ist gerade die Vielzahl und die Vielgestaltigkeit der Unternehmen Gewähr für den Wettbewerb in Deutschland.
Und das Gegenbeispiel in Europa, was Sie eben angesprochen haben, Professor Köhler, ist ja auch klar. Dort haben wir eine Energiewirtschaft, die kommt von staatlichen, zentralisierten Unternehmen her. Die haben so ein bisschen dezentralisiert manchmal, haben formal bestimmte Bedingungen erfüllt. Die Realität sieht völlig anders aus. Natürlich sitzen immer noch Ministerialbeamte in Verwaltungsräten von Unternehmen und haben dort maßgeblichen Einfluss. Das ist bei uns so nicht so, dass das überhaupt geht. Und wenn Sie mal, ich kann es ganz für Strom nicht so sagen, da gibt es auch schon immer eine langjährige internationale Zusammenarbeit, schon aus Gründen der Systemstabilität. Aber wenn ich das für Gas sage, versuchen Sie mal als Unternehmen in Frankreich Gas zu verkaufen. Das ist eine spannende Frage. Also wir haben dort die Zulassung an einem Handelspunkt, da ist uns noch nichts gelungen. Und wenn man mal fragt, wie das so geht, dann wundert man sich schon, womit man dann auch zu tun kommt, wer einen anruft zum Beispiel. Also da haben wir an der Stelle eigentlich die Forderung auch, dass Deutschland sagen muss, dass diese Märkte sich erstmal mindestens so weit öffnen müssen, wie unser Markt für die anderen geöffnet ist. Und eine kleine Nebenbemerkung zu der Frage der Kostenregulierung und Prüfung. Natürlich ist das nicht angenehm. Die Bundesnetzagentur schickt Fragebögen, die werden auch immer länger. Und wir haben dort auch mit zum Teil relativ schnell wechselnden Rahmenbedingungen zu tun. Das ist für die Unternehmen eine enorme Belastung. Das kostet Geld. Wir müssen permanent immer wieder umstellen. Das wäre auch nicht in dem Umfang, finde ich, so notwendig. Aber man muss trotzdem sagen, die Bundesnetzagentur macht alles in allem eine gute Arbeit. Sie sorgt dafür, dass eben auch im Wesentlichen das Netz als Marktplatz funktioniert. Das muss man einfach mal sehen. Und ich bin dafür, dass eben auch die Vielgestaltigkeit dort auch bleibt. Ob es unbedingt, ich weiß nicht, wie viel gesagt, 600, wie viel Netzbetreiber sein müssen, da kann man auch ein Fragezeichen hintermachen. Aber die Vielgestaltigkeit ist unsere Stärke, auch im Wettbewerb. Und dafür stehen auch gerade die kommunalen Unternehmen. Und trotzdem ein kleines Lob für die Bundesnetzagentur, da wächst Herr Hohmann natürlich. Und trotzdem, wenn ich mein Verdienst, ich mache es erst kurze Zeit. Sie sind erst kurz dabei, das stimmt. Und trotzdem wollen Sie ja mit einer ganzen Reihe von Notmaßnahmen auch dafür sorgen, dass nicht im nächsten Winter oder im übernächsten Winter die Lichter ausgehen. Im Moment ist es sogar so, dass wir in einigen Tagen, das muss man ja auch mal erwähnen, zu viel Energie, erneuerbare Energie haben und dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Aber es gibt auch noch mal andere Tage und da wollen Sie vorsorgen. Sind das, und erstmal die Frage vielleicht an die anderen Herren, sind das Eingriffe in den Markt, die Sie nachvollziehen können, oder geht das schon zu weit, weil wir das Thema auch Marktstaat haben? Also die Netzstabilität ist die Grundlage des Marktplatzes. Und wir haben eine gesetzliche Aufgabe, für Versorgungssicherheit zu sorgen. Und da bin ich immer auch der Meinung, dass alle Marktteilnehmer dafür eine Mitverantwortung haben und dass man nicht sagen kann, jeder Einzelne macht nur eine betriebswirtschaftliche Optimierung für sich. Das ist ein Punkt, wenn wir das uns als Branche leisten, werden wir dumm aussehen, wenn was schief geht. Wir können ja unangenehme Debatten über Preise führen, aber wenn wir einen teilweisen Netzzusammenbruch haben sollten, das würde die deutsche Bevölkerung etwas anders sehen als, sagen wir mal, die Bevölkerung in Italien. Und deswegen darf das nicht passieren. Und jetzt sage ich auch mal ganz klar, die Verantwortung dafür sehe ich beim Netz, bei den Netzbetreibern, insbesondere die dort die Leistungsfrequenzregelung zu beobachten haben und auch letztendlich bei der Bundesnetzagentur, die dafür sorgen muss, dass die Kraftwerke da sind, die dafür notwendig sind. Das ist nicht die Verantwortung primär der Kraftwerksbetreiber, sondern der Bundesnetzagentur. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn die Bundesnetzagentur an der Stelle sagt, wir brauchen die und die Kraftwerke, die strategisch notwendig sind für die Stabilität, dann müssen sie da sein. Aber ich sage auch, wenn man die Feuerwehr haben will, dann muss man sie auch ordentlich bezahlen. Und dann kann es nicht so sein, wie es zurzeit jetzt ist, dass man sagt, die Feuerwehr, ist ein Kollege von mir, weil das Beispiel, das finde ich so schön schlagend, die Feuerwehr wird bezahlt nach dem verbrauchten Löschwasser. Ja, also in Kilowattstunden in dem Fall, in der Analogie. Sag mal, das ist erstmal regeltechnisch ein völlig falscher Ansatz, denn wenn der Verbrauch von Löschwasser das Kriterium ist, wird man bald sehen, dass wesentlich mehr Löschwasser gebraucht wird. Vielleicht haben wir auch dann mehr Feuerchen als sonst. Und deswegen müssen wir das systematisch regeln, damit es auch keine Situation gibt, dass man sagt, also wir erpressen die Bundesnetzagentur zu Maßnahmen, Schadenersatz haben die, glaube ich, gesagt mal, zu Maßnahmen für die Stabilität. Da gehört ein ordentlicher Ansatz dahinter. Und ich sage, wenn Vorhalteleistung benötigt wird, dann muss Vorhalteleistung auch nach Leistung bezahlt werden.
Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, Herr Hohmann. Also da schließt sich natürlich die Frage an, wer soll zum Beispiel die ganzen Kraftwerke entweder neu bauen oder weiter betreiben, solange gar nicht klar ist, wie man mit denen umgeht wird. Also ob sich das überhaupt lohnen wird für die Kraftwerksbetreiber. Also der erste Schritt ist ja erstmal überhaupt rauszufinden, wo brauchen wir denn Kraftwerke, wo sind denn systemrelevante Kraftwerke notwendig. Und das macht natürlich nicht die Bundesnetzagentur, sondern das machen die Übertragungsnetzbetreiber, die wir dazu aufgefordert haben, uns zu sagen, wo sind denn die kritischen Stellen, wo wir etwas machen müssen. Und dann kommt die Netzagentur ins Spiel, weil dann nämlich an uns die Forderung gestellt wird, wenn denn diese Kraftwerke am Netz bleiben oder neue gebaut werden, was auch immer, aber nicht ausreichende Stunden laufen und damit kein Geld verdienen, wie geht ihr dann mit uns um? Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, es wird am Ende auf irgendeine Form von Entschädigung rauslaufen, jedenfalls für die nächsten 1, 2, ich weiß nicht, vielleicht auch 3 Winter, bevor wir das haben, was ja immer auch diskutiert wird, einen Kapazitätsmechanismus. Denn die Debatte über den Kapazitätsmechanismus, die muss man wirklich sorgfältig führen. Da kann man einen Riesenfehler machen, da kann man in neue Subventionstatbestände reinrutschen und vieles mehr. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir den Weg, den wir im vergangenen Winter erfolgreich gegangen sind, nämlich Reservekraftwerke zu akquirieren, unter Vertrag nehmen zu lassen durch die Übertragungsnetzbetreiber, das werden wir im nächsten, übernächsten Winter auch machen. Jede andere Lösung ist auch von der Zeit her überhaupt nicht machbar. Wir können nicht innerhalb von wenigen Wochen da jetzt einen völlig neuen Mechanismus auf den Weg bringen. Also den Energy-Only-Markt sehen Sie nicht? Ich bin auf Dauer bin ich der Auffassung, dass der Energy-Only-Markt nicht ausreicht, sondern dass man einen zweiten Bereich daneben braucht. Aber ich wehre mich dagegen, dass man das übers Knie bricht, dass wir jetzt Regeln finden, die dann im Zweifel darauf hinauslaufen, neben dem Subventionstatbestand Erneuerbare einen zweiten Subventionstatbestand Erhalt von Kapazitäten im fossilen Bereich stellt. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass man die beiden Themen miteinander verkoppeln muss. Das macht nur Sinn, wenn man auf der Seite der erneuerbaren Energien rangeht und auf der Seite dieser Kapazitätsmechanismen, dass man das gemeinsam organisiert. Und das ist das Thema, was wir vorhin schon hatten, Reform auch im EEG, ist, glaube ich, unvermeidlich. Herr Köhler, vielleicht zuerst. Ich glaube schon, dass je kleinräumiger man argumentiert, desto mehr Energy Only ein Problem wird. Also sind wir wieder beim Binnenmarkt. Ich meine, es ist an sich keine Schande, zu viel Energie zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ob es so ein wünschenswertes Ziel ist, gerade punktgenau so viel zu produzieren, dass man zwar vollständige Energiesicherheit hat, aber auch bloß nicht zu viel. Man muss es nur verkaufen können. Es gibt in der Europäischen Union Mitgliedstaaten, ich nenne jetzt nur mal Großbritannien, aber es gibt durchaus auch andere Länder, die haben aus dem Energieexport ein Geschäftsmodell gemacht. Zumindest bis Fukushima hatten wir das. Wenn Sie sich mal die Pläne der Briten angucken, im Bereich nicht nur der Atomindustrie, sondern auch der Offshore-Windparks, wir hätten viel mehr produziert, als das Vereinigte Königreich je brauchen kann, aber mit der Perspektive, das nicht nur über Norwegen, sondern auch direkt auf den Kontinent zu exportieren. Man muss also einen Markt haben. Je mehr man Markt hat, desto mehr kann ein solches Modell sich auch durchaus rechnen, kann sogar in einigen Ländern zur Reindustrialisierung eingesetzt werden. Wir müssen nur eben die marktfähige Stromproduktion haben und nicht eine subventionierte. Das ist völlig richtig, nur ich brauche die Sicherheit im nächsten Winter und da hilft mir diese Diskussion überhaupt nichts. Ja, Schritt für Schritt, Herr Hohmann. Natürlich, als Mittel- und Fernziel, das ist dann überhaupt keine Frage, aber ich brauche die Sicherheit, ich muss im nächsten Winter ein Stück weit garantieren können, dass das Licht brennt und dass die Heizungen an sind und das ist mein Problem. Und dann nützt mir die Kapazitätsmechanismusdebatte herzlich wenig im Moment. Also wir haben ja im Grunde genommen drei Phasen, die wir betrachten müssen. Das ist die Frage, wie kommen wir in den nächsten 2, 3 Jahre, vielleicht auf 3 bis 5. Dann haben wir die Phase, die sich anschließt bis zum Ausstieg aus der Kernenergie. Das ist ein sehr gravierender Wandel, der bewältigt werden muss. Und dann haben wir die Phase, sagen wir mal, nach 2025, wenn wir dann in einem schon sehr stark anders aussehenden Markt agieren, der insbesondere heute noch gar nicht richtig beurteilt werden kann. Denn das sind ja, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, wo in enormer Weise Innovation auch eine Rolle spielt. Und ich glaube nicht, dass wir heute uns den Kopf zerbrechen müssen, was hinter 2025 ist. Das werden wir jetzt noch nicht richtig beurteilen können. Was wir unbedingt leisten müssen, ist kein Ausfall im Netz. Und da sage ich nochmal, Löschwasser ist zu wenig. Und wir müssen dann auch unmittelbar, also das eine ist eine Frage von den nächsten Monaten. Das andere bis 2022, 2025 ist eine Frage, das kann man in den nächsten 2 Jahren regeln. Muss man aber dann auch regeln. Und was nach 25 ist, dafür kann man auch noch bis 2018, würde ich sagen, an dem Thema arbeiten. Ich kann nur bitten, um schrittchenweise voranzugehen und nicht plötzlich alles wieder über den Haufen zu werfen. Ja, denn diese Diskussion in 25 Jahren, wie sieht es dann aus, und das müssen wir jetzt morgen mit anfangen, bringt uns herzlich wenig. Schrittchenweise vorangehen heißt ja auch zum Thema Energy-Only-Market, ja, vielleicht ist er nicht perfekt.
Aber das will ja nicht sagen, dass wir dem jetzt mal wieder komplett über Bord werfen und von vorne anfangen mit was anderes. Denn jeder Anfang ist ein neues Experiment. Lass uns gezielt an die Themen arbeiten, wo es uns wehtut. Und es ist zurzeit nicht die Kapazität. Ja, das sind die Leitungsverbindungen, das ist die Gasversorgung im Süden bei den Kraftwerken, die ich im Winter brauche. Und man kann mit gezielten Aktionen über den nächsten Winter und über den übernächsten Winter hinwegkommen. Wir haben Neubauten, die nicht jetzt im Planstadium sind, sondern in der Realisierung sind und bis 2015 ans Netz gehen. Und so kann man dynamisch vorwärts planen. Und lass uns dann mal sehen, am Ende, was dann für ein neues Design da rauskommt und wie das dann in 2022 aussehen muss. Und mit dem Kapazitätsmechanismus können Sie wahrscheinlich nicht besonders viel anfangen. Nein, aber das hört sich so an, als ob man am Markt vorbei plant. Ja? Denn auch Kapazitätsmärkte, ja, ich liebe eher das Wort Kapazitätsmarkt als Kapazitätsmechanismus, weil das ja heißt, ich kann mit Ausschreibungsverfahren dann auch dafür sorgen, dass die Preise in Wettbewerb zustande kommen und dass ich dann auch Marktanbieter die Chance gebe, um die Technologie, die sie gerade können und kennen, ja, voranzutreiben. Und genau diesen Wettbewerb brauchen wir, denn der bringt uns voran. Der Markt geht ja voraus. Wir sehen es hier bei der Photovoltaik, denn die Kostendegression der Photovoltaik, die wartet nicht auf die Reduzierung der EEG-Sätze. Das ist schon längst passiert. Und das Gleiche werden wir auch bei Kapazitätsmärkten sehen. Also ich würde da auch für einen pragmatischen Weg plädieren, weil der ist in der Regel auch der kostengünstigere. Also eben wie in den anderen Themen, die wir schon diskutiert haben, nicht zu überstürzen, etwas mit Augenmaß da rangehen. Und ich will noch einen Punkt einwerfen. Ich glaube, Frau Müller hat das heute Morgen erwähnt. Es war ja auch ein Erfolg letztendlich, dass das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz novelliert wurde. Also auch da sollen ja doch einige neue Kapazitäten entstehen. Und jede Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die jetzt neu entsteht, die mindert das Problem fehlender Kapazitäten. Und das hat den großen Vorteil, dass diese Anlagen natürlich auch noch wärmeseitig beschäftigt sind. Wir haben ja auch im Vermittlungsausschuss, jetzt will ich kurz noch darauf eingehen, nicht erreicht, dass das Gebäudesanierungsprogramm kommt. Interessanterweise kommt das nicht. Das heißt, ich habe nach wie vor ein großes Problem auch im Wärmesektor. Und wir wissen ja inzwischen, dass die Sanierungskosten doch deutlich höher liegen im Bestand, als das bisher wohlmeinende Gutachter festgestellt haben. Das heißt, ich brauche hier auch eine andere Möglichkeit, um Energie einzusparen, CO2-Minderung durchzuführen. Da ist Kraft-Wärme-Kopplung ideal. Und der Kombination sozusagen einerseits Kapazitäten gerade in Süddeutschland zu erreichen, wo ich auch eine hohe Bevölkerungsdichte habe, wo ich im Prinzip KWK ausbauen kann, und mir Sanierungskosten im Gebäudebereich zu sparen, ist natürlich volkswirtschaftlich auch äußerst attraktiv. Ich denke, das muss auch zusammengedacht werden. Und da komme ich wieder auf einen Punkt zurück, den ich am Anfang erwähnte. Auch da, glaube ich, haben die Kommunen eine wichtige Aufgabe, diese Vorranggebiete für Fernwärme, für Kraft-Wärme-Kopplung herauszufinden und auch auszuweisen, umzusetzen. Da wissen wir relativ wenig. Das ist auch sozusagen noch nicht wirklich abgeklärt. Wir reden von Sanierungsraten im Gebäudebestand und kennen den Zustand des Gebäudebestands gar nicht genau. Also auch hier wieder eine Aufgabe für die Kommunen voranzugehen und das mit ihren Bürgern abzustimmen, was dort sozusagen im Wärmemarkt passieren soll. Das würde auf jeden Fall die Situation auch im Kapazitätsbereich deutlich entspannen, wenn da mehr passieren würde. Wir haben, ich weiß nicht, 12-13% und streben 25% an. Das soll erstmal erreicht werden. Ich glaube, dann hätte auch Herr Hohmann deutlich weniger zu tun, wenn diese Anlagen wirklich gebaut würden. Falls Sie sitzen in aller Ruhe, soweit ich weiß, sind Sie gerade in einer Projektgruppe und untersuchen auch die Erforderlichkeiten von Kapazitätsmechanismen. Stimmt das? Ja, ist richtig, ja. Und gibt es da schon was, was Sie berichten können? Es gibt große Diskussionen, die darauf hinauslaufen. Noch scheinen wir überwiegend genug Kapazität zu haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die Entscheidung. Und dann guckt man auf alle möglichen europäischen Modelle und sagt, jedes hat seine Vor- und Nachteile. Bei allem, was wir bislang gesehen haben, haben die Nachteile überwogen. So, dass wir eigentlich sagen, es wäre schön, wir könnten einen Markt draus machen. Und der Markt beginnt aber mit den Änderungen des EEGs. Das muss klar sein. Wir können nicht Kapazitätsmärkte ohne die Weiterentwicklung EEG besprechen. Und insofern teile ich den Ansatz, die nächsten 2-3 Jahre pragmatischen Weg. Wir machen Netzausbau, die dringenden Dinge, die wir konkret sehen, sichern uns im Winter ab über die Aktivitäten der Bundesnetzagentur. Aber ich glaube, projektmäßig Pragmatismus muss auch beruhen auf gewissen Prinzipien. Und das Prinzip muss sein, wir müssen am Ende wissen, als Land, wo wir hinwollen, wollen wir Märkte, wollen wir das,
die Erneuerbaren über eine grundlegende Veränderung des EEG-Mechanismus in den Markt stellen? Wollen wir, dass sie Systemverantwortung übernehmen dann, auch für die Ausgleichsenergie, die sie benötigen? Dann haben wir eine Chance, den Kraftwerkspark wieder in den Markt zu bringen mit Kapazitätspreisen, die wir brauchen. Oder wollen wir das nicht? Dann werden wir zwangsläufig mehr Regulierung sehen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die muss relativ zügig fallen. Ich glaube, das Risiko, was wir nicht gehen sollten, das eine, was der Kollege Wiemer sagte, wenn wir irgendwie mal einen gravierenden Blackout in Deutschland haben werden, dann bringen wir die Energiewende in Akzeptanzgefahren in der Bevölkerung. Und das zweite Risiko, wir sollten die Politik nicht daran gewöhnen, wenn ich das so sagen darf, dass die Bundesnetzagentur per Regulierung alle Probleme löst. Ich glaube, wir sollten ein Modell definieren, wo wir so viel Markt haben. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir nicht mehr zu lange warten mit der Diskussion über Umgestaltung EEG. Das ist der Startpunkt, von dem aus wir dann überlegen können, wie wir die Ausgleichsenergie über die konventionellen Kraftwerke bereitstellen. Wir sind fast am Endpunkt angelangt, wir haben aber noch ein paar Minuten und das ist jetzt für Sie die Möglichkeit, 10 Minuten lang, wenn Sie wollen, Fragen zu stellen. Wenn Sie welche haben, müssten mir helfen, denn ich habe meine Kontaktlinsen schon rausgenommen, also sollten Sie irgendwo einen Arm sehen, den ich nicht sehe. Das ist jetzt eine offene Einladung zum Missbrauch. Gibt es niemanden, der eine Frage hat an einen der Herren? Ist immer das Gleiche. Ganz hinten. Ich sehe, oder? Ja, winkt da jemand? Ja, aber in der Mitte. Vielleicht möchte er auch nur raus. Ich weiß es nicht genau. War es so schlimm? Nee, glaube ich nicht. Ich kann nur sagen, als Niederländer fühle ich mich schon richtig zu Hause mit diesem Hang nach Pragmatismus, den hier gerade so ausgesprochen wird. Ja. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten. Gerne. Anne Kreuzmann, Chefredaktion Photon, Solarfachzeitschrift. Ich hatte eine Frage an Herrn Therium. Und zwar, wie verträgt sich das Ziel, in diesem Jahr 1 Gigawatt Photovoltaik zuzubauen, mit dem Korridor, den Herr Altmaier heute Morgen genannt hat? Jetzt müssen wir kurz helfen, was Sie jetzt meinten mit dem Korridor, den Herr Altmaier... Herr Altmaier strebt ja an, dass der Zubau der Photovoltaik pro Jahr bei etwa 2,5 bis 3,5 Gigawatt liegt. Ja. Und RWE würde da einen erheblichen Anteil schon beanspruchen. Ja, das ist richtig, wobei wir das natürlich auch in Abstimmung mit unseren Partnern tun. Es sind sehr viele Kommunen und auch Kleinindustriebetriebe, die da investieren wollen. Und wir haben keinen zeitlichen Rahmen gesetzt. Also der Rahmen könnte durchaus auch ein bisschen über dieses Jahr hinausgehen noch. Und ich lade jeden anderen ein, ja, sind ja immer noch 1,5 Gigawatt dann frei, um in Wettbewerb mit uns das anzugehen. Okay, danke. Vielen Dank. Sonst noch jemand? Bitte. Warten Sie nur kurz, zu Ihnen wird ein. Sie können schon mal aufstehen, dann wissen die Damen, wo Sie das Mikrofon hinbringen. Dann vielen Dank. Eike Schwarz, leitgeprüfter Energiepolitikgestalter und Berater. Eine Frage an Herrn Professor Köhler. Wir haben ja in Deutschland, wir haben ja in Europa eine sehr starke Divergenz zwischen den Ländern, die wie Deutschland jetzt aus der Kernenergie aussteigen wollen, andere haben überhaupt keine. Und dann haben wir Länder wie Frankreich und England ganz besonders, die Kernenergie nicht nur haben, sondern sie auch haben bewahren wollen, die aber zugleich Atommächte sind. Glauben Sie, dass es in Europa einen gemeinsamen Energiemarkt geben kann, unter den Randbedingungen, die von den Besonderheiten dieser beiden Atommächte mitgeprägt sind? Denn es ist ja interessant zu sehen, dass zum Beispiel in Frankreich die Förderung der erneuerbaren Energien beim Kommissariat à l'Energie Atomique angesiedelt ist. Also jetzt möchte ich mal mit Therium weitermachen, der ja unseren Pragmatismus gelobt hat. Ich sehe also, dass auch in Frankreich jetzt die Förderung der Erneuerbaren zum ersten Mal wirklich zum Durchbruch kommt. Insofern würde ich mir jetzt über die Makrostrukturen nicht ganz so viel Gedanken machen. Im Übrigen hat Herr Hollande oder hat Herr Ayrault jetzt bei der Bildung der neuen Regierung auch die Zuständigkeit für Energie wieder leicht anders zugeordnet. Also nichts ist da für die Ewigkeit gemacht. Für uns aus Brüsseler Sicht ist vor allem wichtig, dass die Dinge voranschreiten. Frau Hayali erwähnte vorhin
das Gebot des Artikels 194 im Vertrag über das Funktionieren und die Funktionsweise der Europäischen Union, dass der Energiemix weiterhin eine nationale Zuständigkeit sei. Das liegt natürlich gerade an diesen unterschiedlichen Einstellungen in Österreich und Irland auf der einen Seite und Frankreich, Großbritannien, aber auch Polen beispielsweise auf der anderen Seite zur Atomenergie. Wir haben bisher noch keine wirklich europäische Öffentlichkeit zum Thema Energie. Die müssen wir aber auch mit solchen Diskussionen wie hier immer stärker herstellen. Und ich gehe mal davon aus, dass vielleicht irgendwann so in 10, 15 Jahren, wir haben ja regelmäßig neue europäische Verträge, dass auch diese Disposition, die Hoheit des nationalen Energiemixes, in irgendeiner Weise mal neu diskutiert werden muss. Denn die Theriums dieser Welt schaffen ja die europäische Realität. Und ich sagte vorhin schon, die Regulierung muss aufpassen, dass sie da nicht abgehängt wird. Und ich glaube, gerade das Heranwachsen und Aufwachsen der erneuerbaren Energien, nicht nur bei uns, sondern in fast allen europäischen Mitgliedstaaten, wird uns zwingen, diese Frage der Hoheitlichkeit des nationalen Energiemixes nochmal zu überdenken. Hier außen rechts. Soweit kann ich noch gucken. Super. Dann wird es schwierig. Man muss sich fragen, ob Sie überhaupt Kontaktlinsen brauchen. Doch, doch. Tomáš Eller, tschechische Botschaft hier in Berlin. Ich hätte zwei kurze Fragen an Herrn Terium und an Herrn Hohmann bezüglich einer der negativen Effekte der Energiewende. Und das sind die Stromflüsse, die sogenannten Loopflows. Vielleicht an Herrn, Entschuldigung, nicht an Herrn Terium, an Herrn Köller, Entschuldigung. Vielleicht könnten Sie ein bisschen konkreter werden auf die erstgesetzte Frage und Teilung der Markt- oder der Preiszone zwischen Österreich und Deutschland. Ich fand die Antwort ein bisschen ausweichend. Wie sind die weiteren Schritte und konkrete Entwürfe von der Seite der Kommission? Und vielleicht dann an Herrn Hohmann. Man kann mit dem Szenario, dass der polnische Operator den sogenannten Phasenschieber baut, ziemlich wahrscheinlich rechnen. In diesem Szenario, was bedeutet das für die Energiewende und was kommt dann von Ihrer Seite? Danke. Fangen wir mit Ihnen an, Herrn Köhler, nochmal die Frage, die vorhin schon mal gestellt wurde, dann vielleicht noch etwas konkreter zu beantworten. Ja, die Antwort war in der Tat ausweichend, aber sie war auch konkret. Und zwar insofern war sie konkret, wenn Sie auf die letzten fünf oder sechs, Herr Hohmann, das können wir dann nachher bilateral weiter vertiefen. An die letzten fünf oder sechs Worte, die ich da, glaube ich, geäußert habe, zurückdenken. Wir sehen im Prinzip einen Mehrwert darin, ein möglichst hohes Maß an Kontinuität zu wahren. Das ist auch Voraussehbarkeit. Wir hatten die ganzen Fragen der Preiszonen jetzt neulich in der Diskussion bei der Frage der Staatsbeihilfen oder der Zulässigkeit von Staatsbeihilfen für energieintensive Industrien. Da haben wir uns sehr, sehr genau nochmal angeguckt, wie zum Beispiel in der nordwesteuropäischen Stromzone oder Regionalzone die Preise gebildet werden, ob es da Änderungen gibt. Wir haben das hin und wieder über viele Wochen und Monate diskutiert, ob man die Zone, so wie sie bisher definiert ist, vielleicht neu definieren sollte und sind letzten Endes dazu zu kommen, zu sagen, nein, das ist doch keine so gute Idee. Sie finden für alles positive und negative Argumente, aber die positiven Argumente für eine Revision sind nicht so überzeugend, dass wir dann auch zur Aktion schreiten würden. Zu Ihrer Frage Phase-Shifter. Wir hatten natürlich schon das spannende Problem zu überlegen, ob, wenn Länder wie die Tschechische Republik oder wenn Länder wie Polen Phase-Shifters einbauen, ob das letzten Endes ihr gutes Recht ist oder ob das eine Behinderung des Strombinnenmarktes ist. Wir sind schon zu der Überzeugung gekommen, dass das erstmal ihr gutes Recht sei. Trotzdem, wenn das alle machen, und die Niederlande haben es ja schon seit vielen Jahren beispielsweise, wenn ich richtig informiert bin, dann behindert das natürlich den Binnenmarkt. Was wir brauchen, ist tatsächlich Koordination über die Grenzen hinweg, über die Strompreise und über die Strombahnen, über die Buchungen sozusagen, die vorgenommen werden kann. Wir sind gerade jetzt ist dabei, diese Koordination aufzubauen. Wenn Sie überlegen, dass die deutsche Energiewende monatelang nicht nur in der Diskussion, sondern auch nach dem Beschluss europäisch gar nicht abgeglichen war. Und dass die erste institutionelle Folge dann auf dem informellen Rat der Energieminister am, ich glaube, 19. und 20. September letzten Jahres in Breslau war, dass man gesagt hat,
Wir wollen jetzt eine Energy oder eine Electricity Coordination Group einrichten. Das heißt zum ersten Mal ein relativ informelles Gremium, übrigens gefordert von den Franzosen und den Belgiern, wo man sich gegenseitig erklärt und sagt, wir haben diese oder jene Probleme, wir wollen unsere Politik verändern oder wir haben hier große Generationskapazitäten, die wir zeitweise vom Netz nehmen müssen und das hat Auswirkungen auf euch auf der anderen Seite. Also diese Art von regulatorischer Dialog, der beginnt jetzt erst. Es ist nicht so, dass die Europäische Kommission das nicht schon lange gefordert hätte, aber wir brauchen auch den politischen Willen. Und gerade die Frage der Loopflows wird, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, ein wichtiges Thema sein bei dem neuen Strategiepapier zur Vervollständigung des Energiebinnenmarktes, das wir so um die Wende Oktober, November Ihnen zum Fraß vorwerfen wollen. Dann, Herr Hohmann, nochmal an Sie die Frage mit dem riesigen Stromabweiser sozusagen, ja, der zwischen Deutschland und Polen möglicherweise zum Einsatz kommen wird. Ich könnte das jetzt alles wiederholen. Ich habe mich gefreut, dass Herr Köhler sagte, dass die Aufsplitterung der Preiszonen, er hat es vorsichtiger ausgedrückt, ich hätte das noch deutlicher gesagt, das ist nicht die Lösung aus meiner Sicht. Erstens, zweitens, das Ganze ist kein Thema Deutschland mit Polen oder der Tschechischen Republik, sondern es ist ein europäisches Thema, denn diese Loopflows, die gibt es auch woanders in Europa und deswegen muss man sich insgesamt mit dem Thema beschäftigen. Der Mechanismus, der dafür existiert, dieser ITC-Mechanismus, wie er im Fachjargon heißt, der reicht nicht aus. Das ist, glaube ich, der Teil, wo man rangehen muss, wo man besser ausstatten muss zum Beispiel. Und was den Phasenschieber angeht, teile ich auch genau das, was Herr Köhler gesagt hat. Da kommt es auf die Motivation am Ende an. Wenn das ein Phasenschieber ist, der sozusagen sich gegen Handel richtet, gegen Binnenmarkt richtet, dann halte ich das für falsch. Wenn der Phasenschieber gebraucht wird, um die Netzstabilität in Polen aufrechtzuerhalten, dann kann man auch aus deutscher Sicht nichts dagegen haben, sondern das ist einfach dann auch in Ordnung. Bitte. Ja, Kröfkes, mein Name vom BUND in NRW. Ich hätte an Herrn Professor Köhler die Frage, inwieweit auf EU-Ebene Konsens darüber besteht, dass Subventionen für energieintensive Betriebe europaweit künftig abgebaut werden und bestehende Subventionen halt abgeschafft werden. Am, ich glaube, 23. April hat die Kommission Richtlinien verabschiedet, die in sehr engen Grenzen festlegen, welche Art von Subventionen für energieintensive Industrien erlaubt sind. Das sind keine Subventionen, die sich bis in alle Ewigkeit fortschreiben lassen werden. Das muss regelmäßig überprüft werden. Es gab aber schon natürlich das Bewusstsein, dass wir unter anderem auch leider deswegen, weil sich das Emissionshandelssystem weltweit bisher noch nicht durchgesetzt hat, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken, dass wir unsere energieintensiven Industrien nicht sozusagen dem illoyalen Wettbewerb weltweit aussetzen können. Andererseits sind diese Richtlinien, wenn Sie sie mal angucken, so gestaltet worden, dass die Industrien sich nicht sozusagen auf einem sanften Ruhekissen ausruhen können, sondern sie müssen weiterhin, das sind nämlich degressiv angelegte Subventionsmöglichkeiten. Sie müssen weiterhin im Bereich der Energieeffizienz, im Bereich des Stemmens der Kosten Fortschritte machen, um überhaupt in den Genuss solcher Subventionen kommen zu können. Letzten Endes, wir leben ja in Zeiten einer Krise, deren Name mir immer schleierhafter wird. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Schuldenkrise, eine Haushaltskrise, eine Fiskalkrise oder eine Staatskrise ist. Aber letzten Endes führt diese Krise natürlich schon zu enormem Sparsamkeitsbewusstsein bei den Finanzministern. Das heißt, selbst wenn Europa rechtlich, und das ist nicht der Bereich von Herrn Oettinger, sondern der Bereich des Wettbewerbskommissars Almunia, wenn dort die eine oder andere Subvention erlaubt ist, können Sie davon ausgehen, dass in der heutigen Situation der öffentlichen Haushalte eine Vielzahl von Mitgliedstaaten der Europäischen Union diese Möglichkeit gar nicht wahrnehmen wird, weil es überhaupt nicht finanziell zu machen ist. So, meine Herren, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Glauben Sie, dass wir am Ende einen Energiemix haben werden, der nicht bezahlbar, nicht wirtschaftlich und nicht versorgungssicher sein wird? Positiv ausgedrückt, blicken Sie positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft und glauben daran? Ja, wir haben jetzt erst überhaupt mal eine Kosten- und Verteilungsdebatte. Also ich glaube, die ist ungeheuer notwendig, die wird einiges zurechtrücken und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es am Ende doch bezahlbar und versorgungssicher zugeht. Widerspricht irgendjemand, Herr Krawinkel? Nein, wir haben ja ein Riesenprojekt, wo wir investieren, das kostet was, das muss man auch offen sagen, das muss man auch transparent machen, das ist bisher nicht ausreichend geschehen nach meinem Eindruck, weil immer der Eindruck erweckt wurde, das geht irgendwie alles auch ohne große Lasten oder so. Ich glaube schon, dass das jetzt eine Generation sozusagen da ist, die ein Stück weit auch investieren muss in diese Energiewende, dass am Ende aber auch ein Ertrag steht.
Und der wird auch groß sein, wenn sich diese Technologien durchsetzen und die Entwicklungslinien sind ja beschrieben worden. Ich glaube schon, dass dieses wirklich ein gutes Projekt ist, aber nochmal, am Anfang muss da investiert werden und da reden wir ja permanent drüber, wie viel das ist und wie die Lasten dann verteilt werden. Man kann schon sagen, die Energiewende ist weltweit ein Experiment und bei einem Experiment weiß man nie genau, was rauskommt, aber das, was Sie gesagt haben, glaube ich, dass auf jeden Fall nicht rauskommen wird. Hätte ich kein Problem damit. Also in dem Projekt gibt es ja auch Ineffizienzen. Es sind zahllose Interessengruppen und zerren am Tischtuch und wollen das zu sich rüberziehen. Es fehlt eine zentrale Instanz, die das strategisch mitsteuert. Da wird der Staat mit bei sein müssen, aber eben auch die Unternehmen. Und es fehlt ein Kriterium, wonach Fördermittel, Innovationen und Bestand beurteilt werden. Wir haben übrigens noch nicht über den Wärmemarkt gesprochen, der ja mehr als 50% des Energiemarktes ausmacht. Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass es nicht gelingt, die CO2-Kosteneffizienz als grundlegendes Kriterium einzuführen für alle Maßnahmen dieser Energiewende. Da würden sich nämlich unter dem Kriterium schon einige Dinge ordnen. Wir stehen ja in einer Welt bei all den Krisen, die man ja kaum noch qualifizieren kann, wie Sie zu Recht gesagt haben, Herr Professor Köhler, vor begrenzten Mitteln. Und wenn wir die Mittel überhaupt aufbringen wollen, ohne, ich sage mal, sozial hier die größten Probleme hervorzurufen, dann müssen wir ein solches Kriterium einführen. Und das muss über allem im Grunde genommen stehen und dann wird man auch sehen, das geht ja in Richtung EEG und so weiter, dann wird man auch sehen, welche Maßnahmen, welche Innovationen sich am ehesten rechnen und das müsste eigentlich von Staatswesen auch insbesondere für die Fördermaßnahmen eingeführt werden. Und dann glaube ich, wenn man das hätte, gäbe es auch Orientierung und Ordnung in diesem Prozess. Ich bin ganz froh, dass ich die deutsche Energiewende nicht organisieren muss. Und so ein bisschen aus der Distanz, diese 130 Kilometer zwischen Aachen und Brüssel, das beobachten kann. Aber zweierlei scheint mir schon wichtig zu sein. Erstens, die Energiewende sollte man als Prozess verstehen. Und in einem Prozess muss man immer mal wieder überprüfen und nachjustieren. Man muss das so machen, dass Investitionssicherheit erhalten bleibt. Aber jetzt einfach zu sagen, wir haben die Zauberformel gefunden und wir tragen das 10 Jahre durch, das kann es nicht geben. Und das andere, ich glaube, man muss sehr viel erklären. Man muss gegenüber den Bürgern erklären, man muss jetzt die neuen Kostenfragen erklären. Aber, und das wäre mein Plädoyer, man muss bitte auch europäisch erklären. Der Blick auf die Landkarte zeigt, Deutschland hat 9 Nachbarn, davon sind 8 in der EU, 8 im Binnenmarkt. Sie sind alle betroffen durch die Auswirkungen der Energiewende und sie sind auch betroffen, wenn die Energiewende scheitert. Deswegen erklären, abgleichen, dann sorgt man für Verständnis und dann kann man möglicherweise, wenn man von Grundgehalt der Energiewende überzeugt ist, auch dafür sorgen, dass andere Länder diesem Beispiel eines Tages folgen. Das Positive, was man aber ja heute auch nochmal feststellen kann, ist, dass zumindest alle gesprächsbereit sind, alle offen sind und man hat jedenfalls das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen, auch wenn Ihnen das am Anfang wahrscheinlich nicht ganz so leicht gefallen ist mit der Entscheidung, dass die Kernenergie abgeschafft wird. Aber mittlerweile, ich glaube auch mit dem neuen Bundesumweltminister, der doch voller Tatendrang wirkt, dass es am Ende sich wahrscheinlich dann doch noch gut ausgehen wird. Meine Herren, vielen herzlichen Dank für die erste Runde an dem heutigen Tag. Weitere Informationen und Podcasts unter bdew.de/kongress.